Also von was handelt das Stück denn? Es geht um den Bartimäus, eine Heilungsgeschichte aus der Bibel, aus dem Lukasevangelium. Und die Grundgeschichte ist eine Mobbinggeschichte, die dahinter steckt, wo es darum geht, dass man sich von außen Bilder gespiegelt kriegt, wie man sozusagen ist. Und diese Bilder sind nicht immer nur positiv und dass man dann lernt, diese Bilder wieder abzulegen und einen eigenen Blick auf sich selber zu kriegen, wo Würde und Kraft drin liegen. Ja, Sie haben das Stück selber geschrieben. Das Stück ist handgemacht. Also es gibt eine Gruppe bei uns in der Bonhoeffer Gemeinde, wo wir ein halbes Jahr lang dran rumgeschrieben haben, um die Geschichte dann so zu entwickeln. Und verschiedene Leute haben aus unterschiedlichen Ecken mitgemacht und Ideen beigetragen, sodass es eine ganz bunte Mischung gegeben hat. Ja. Und Sie haben die musikalische Leitung? Ich habe die musikalische Leitung. Ich habe den Kinderchor und den habe ich aber ohnehin schon eigentlich schon viele Jahre hier in Peter und Paul, der allerdings jetzt erweitert worden ist durch Kinder von Bonhoeffer. Also schon ökumenisches Werk sozusagen. Genau. Ja. Und deswegen führen wir es auch zweimal auf. Einmal in der Nordstadt Bonhoeffer Gemeinde am Samstag um 19 Uhr und dann am Sonntag, dem 17. Mai, dann hier um 17 Uhr. Ja. Da ist dann hier der Auftritt. Ja. Es ist frei, kein Eintritt. Und der Erlös, was wir am Ende noch positiv an Geld rauskriegen an Spenden, ist fürs Kinderheim Peter und Paul gedacht. Ja, gut. Also man muss vielleicht sagen, und die andere Gruppe, wir haben auch ganz viel zu tun, wir müssen unser Stück entwickeln, dass wir die einzelnen Szenen so weit hinkriegen. Beim letzten Mal sind wir noch nicht ganz durchgekommen. Aber das ist eigentlich gut. So. Wir wollen.